Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Build Fallout 4. Wir sind hier noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch Kleinigkeiten wie Essen und sowas in der Art. Da werden wir uns jetzt mal drum kümmern, mal sehen. Ja, 28 Essen haben wir. Wir schauen mal, ob wir irgendwo noch was anbauen können. Auf dass die Herrschaften dorthin gehen mögen. Ich weiß noch nicht wohin. Vielleicht muss ich doch hier irgendwas mal wegräumen. Aber es sieht so aus, als könnte ich gar nichts mehr wegräumen. Die Kuh kann ich auch nicht wegräumen. Sie hat nichts zu tun. Ich muss nochmal rein ins Menü. So. Sonst konnte ich doch alles hier wegreißen. Jetzt auf einmal nichts mehr. Okay. So, da wird schon fleißig gearbeitet. Reißen wir die Felsen weg. Einfach mal so. Schauen, ob wir hier was platzieren können. Na, gerade ging's. Ja. Mal sehen, ob sich jemand drum kümmert. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Es ist halt so. Ja, schwebt. Kann man nichts machen. So. Also es fehlt noch an Essen und Arbeit. Aber die sollen sich bitte erstmal um das kümmern und Rest kommt dann von allein. Hier war vorhin jemand, der gelb leuchtete. Komm her. Du könntest da mal hier schauen eben. Ah, die Ressource ist jetzt zugewiesen. Ja. Sehr nett. Die Ressource ist zugewiesen. Schauen wir mal, wer noch ohne ist. Das ist wahrscheinlich ein Besucher. Und was machst du? Du bist auch für Essen zugewiesen. Du auch. Sehr schön. Wer will noch mal? Wer hat noch nichts? Ich will noch mehr Essen hier reinkriegen. Wir endlich mal Ruhe haben. Das für Essen. Tree ist für nix. Doch, er ist unser Schatzli, unser Begleiter. Hm, wen haben wir denn da? Ach, sie ist unsere Waffenfrau. So, 30 Essen haben wir. Was machst du? Bier? Also Alkohol. Du bist für Essen. Du komm mal mit. Du wärst natürlich besser für Schutz, aber nun ja. Man kann nicht alles haben. Die sind schon. Wo habe ich denn was hingemacht? Das ist auch schon. Ich habe irgendwo noch eins hingemacht. Hier bei der Kuh doch irgendwo, oder nicht? Ich hab's vergessen. Muss ich es? Ach, sollen wir selber suchen. Ah, 32 Essen. Okay, 38 Wasser aber nur. Ja, wir müssen uns dann gleich ums Wasser kümmern. So, dann. Gucken wir mal, ob wir hier noch eins hinkriegen und dann
Sollte es aber auch gut sein. Den Baum kann man nicht wegnehmen. So. Also muss ich mir merken, in der Nähe von den beiden. Er ist schon zugewiesen. Und du auch zugewiesen. Du komm mit. Will die sagen, in bla bla kann ich zugewiesen werden. So. Hier. Okay. So. Das heißt, genug Essen. Jetzt aber müssen wir uns um Wasser kümmern. Da der Weg ja immer so weit ist dort unten hin, könnten wir eigentlich hier zwischendurch betteln. Entweder du oder ich. Nichts Besseres. Wasser. Mann, ich hoffe, der Nächste macht einen sauberen Abgang. Aber der braucht Strom. Nein, die nehme ich. Wir nehmen unsere altbewährten. Altbewährten Wasservorräte, Dings da. Ne, hier die kleinen. So. Einmal. Dann hier, wenn man grillt. Muss ich hinterher auch die Hände waschen. So. Steht schon eine, dann stimmen doch noch eine hier hin. Das Wasser. Jetzt fehlt es natürlich an Schutz. Heidewitzka. Müssen wir Schutz auch noch machen. Ja, machen wir auch Schutz. Nehmen wir die. Damit auf kann ich keinen stellen, oder? Naja, also halb. Oh, hier ist kein Durchkommen. Ja. Da ist kein Durchkommen. Das auch kein Durchkommen. Da eh nicht. Hier stehen auch schon so viele. Ich weiß gar nicht, ob die hier was nutzen. Hauptsache wir haben Schutz. Schutz eigentlich auch okay sein. Nein, wir brauchen noch mehr Schutz. Nee, jetzt ist Schutz okay. Arbeit. Arbeiter brauchen wir noch. Und Essen sieht auch noch nicht so aus. Das wäre es gut. Ja,
Er ist ein Versorger. Ja, Essen. Machen wir noch eine Farm. Das sind typisch Farmer hier. Es ist keine Industrie. Nur Farm. So. Irgendwie hier noch dran. So, jetzt müssen sich natürlich die Leute noch alle drum kümmern. Müssen wir noch welche finden? Sie ist zugewiesen, sehr gut. Und du? Du bist auch für Essen. Du bist auch für Essen. Du auch. Wer hat denn noch nicht? Wer will denn noch? Könntest du was anderes machen? Du siehst nicht aus wie ein Farmer. Aber ja. Ihr seid alle zugewiesen für Essen. Sehr gut. Und du auch. Ja, ihr seid alle Farmer. Als Farmer reduziert. Ja. Okay. Dann, du bist auch für Essen. Dann würde ich sagen, wir schlafen mal ein Stündchen. Ja? Bis zum Morgen. Und schauen wir mal, wie das aussieht wegen dem Essen dann. Ob sich da jemand drum gekümmert hat. Wenn ja, wäre ja super. Dann könnte man mich hier abschließen. Bereit für einen neuen Tag? Aha. So, schauen wir mal. Du komm mit. Muss ich da rumstehen. Ressource kann nehmen, wenn bla bla nicht zugewiesen werden. So nicht. Kann nicht zugewiesen werden. Komisch, die anderen konnte ich zuweisen, ihn kann ich wieder nicht zuweisen. Dann kriegt er halt nichts zu essen. Wenn er nicht zugewiesen werden kann. Er steht immer noch da rum. Wir haben auch viele Versorger von hier aus. Das ist irgendwie so ein Drehangelpunkt hier mit Versorgern. Zugewiesen. Ja, es hapert jetzt nur noch jemand, der auch was anbaut wegen Essen. Eigentlich, komm mal mit. Mir ist erstmal wichtig fahren. Und das mache ich auch bei dem nächsten, wenn wir wieder bauen. Mache ich als erstes Farmen, die sollen sich erst um die Farmen kümmern.
Und Geschäfte, ja, können sie dann hinterher machen. Kann denn nicht zugewiesen werden. Ja, ich weiß auch nicht. Dann halt nicht. Kann ich zugewiesen. Dann sind das... Kann ich dich dazu bewegen, dass du hier wenigstens schon mal anfängst? Ja, dann halt nicht. Wirklich. Tja. Was soll's? Dann ein Essen weniger. Sich wirklich nur ein Essen. Ansonsten klappt es ja. Kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Boah, wir gehen noch mal kurz einkaufen. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Willst du was kaufen? Klar, ich schau mal, was du hast. Hier ist mein Angebot. Schau mal, was sie hat. Ein Schrott. Und Hundefutter habe ich nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, wir hatten mal Hundefutter, aber wo habe ich das gelassen oder habe ich es verkauft? Keine Ahnung. Ich kaufe fürs nächste Mal schon mal ein bisschen ein. Was wir haben, das haben wir. So. Und gleich kaufen wir uns auch noch Munition. Okay. Ist das alte Zeug was wert? Ja, zum Bauen ist es was wert. Aber können wir eben schauen, ob wir... Oh, so viel aufbereitetes Wasser. Das können wir alles verkaufen. Tauschen wir jetzt gegen Munition und Kronkorken. Wir gehen jetzt zu ihr. Mal sehen, was sie an Waffen hat. Hallo. Ich wusste, du würdest uns helfen. Suchst du nach einer Waffe? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Gut, sie hat nicht so viel. Das, was sie hat, nehmen wir mal. Schrotpatronen. Stimpak nehme ich dir auch. Ja, sonst hat sie auch nichts Besonderes. Wir bezahlen mit Wasser. Und solchen Dingen, die wir halt haben. Wo ist es denn, Mann? Okay. Security, ach, das sind Dingens. Ja. Wir sind zu schwer. Verdammt. Wir müssen noch ein bisschen was loswerden. Wahrscheinlich, weil die Stufe 1 sind, die Häuser, gibt es leider noch nicht so gute Ware. Was haben wir eigentlich dort hinten nochmal gebaut? Haben wir da auch einen Shop oder so? Du trägst viel, ja, das wissen wir auch. So.
Ach, einen Doktor haben wir da. Ja. Doktor. Der noch keine Treppe hat. Haben wir hier keine Treppen hingebaut? Moment, das müssen wir ändern. So, bauen wir noch eine Treppe hin. Nein, am besten andersrum. Ja, so, danke. Was habt ihr Schönes? Ah, da ist noch mal ein Waffengeschäft. Und zwei Bars, die auch keine Treppe haben. So, was hast du denn Schönes für mich? Ja? Hi. Was? Hi, wie geht es dir? Was? Ja? Ja? Okay. Dann nicht. Dann dackeln wir wieder runter. Oder vielleicht können wir hier was verkaufen. Ja? Entschuldigung. Ja? Was? Was? Ja, okay, dann nicht. Wir müssen dann halt schauen. Machen wir alles wieder weg. Oder wir reisen zu Red Rocket. Einmal schnell. Genau, das machen wir. Da zeige ich euch nämlich etwas. Ich habe nämlich etwas dort gesehen. Habe ich jetzt Schnellreise gedrückt? Ach, ich trage so viel. Okay. Dann essen wir eine Kleinigkeit. Das hat jetzt viel geholfen. Wo ist MacReady? MacReady. Oh, da ist er. Hey! Brauchst du was? Ja, du musst für mich was tragen. Ah, oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich weiß. Aber ich gebe dir mal. So. Jetzt aber. Auf nach Red Rocket. So. Und dann ziehen wir auch von dort los. Ich wollte einfach nur ein bisschen ein paar Sachen verkaufen. Wir wollen mal wieder ein paar Kronkorken haben. Fürs nächste Mal, wenn wir wieder bauen. Ja. So machen wir das. Und dann ab dem nächsten Part wird es dann. Schauen wir mal. Wir haben auch zwei Level up, können wir noch verteilen. Machen wir als erstes im nächsten Part. Und dann gucken wir, was wir machen. Ob wir. Ich bin am Überlegen, ob wir zu gläsernem Bruderschaft, wollte ich schon sagen. Zur stählernen Bruderschaft mal hindackeln. Ja, wenn der Ladebildschirm mal nicht so lange braucht. Aber ich habe gemerkt, nach Sentry und da, wo wir gebaut haben, wo so viel ist, dass es sehr lange dauert. Ihr merkt es vielleicht nicht, weil ich es nämlich schneide mittendrin. Aber es dauert wirklich manchmal bis zu 5 Minuten. Ich hoffe jetzt nicht. Ansonsten schneide ich das. So,
Das sind wir auch. Ja, das hat erstmal ein Update. Ein riesiges Hotel. Und das sind alles die Gäste. King Garf ist auch wieder da. Dann macht wohl hier eine kleine Rundreise. Auch in die Dale stehen, keine Ahnung. Geht doch in die Bar. Die Bar hat auch ein Update gemacht. Wir hatten ja vorher noch nicht so eine Bar, die ein Update gemacht hat. Die nennt sich Beverages Liquor. Sieht auch sehr schön aus. Das ist natürlich automatisch mit dazu gekommen. Zu diesem Plot hier. Das gehört dazu, habe ich also nicht hingebaut. Ich hatte ja nur die Tische gemacht. Also es ist wirklich toll geworden. Und ich habe was entdeckt. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch wieder da ist. Da. Sie scheint zahm zu sein. Eine zahme Ratte. Red Kakala. Ach, Red Kakala. Ich weiß nicht, ob jemand die... ob sie zu jemandem gehört oder so. Auf jeden Fall ist die hier. Ich traue mich auch nicht, sie töten zu wollen. Nicht, dass hinter die, der Sieter, dem die wahrscheinlich gehört mit mir, stinkesauer ist. Ja, alle Läden haben sich abgegradet, wie man sieht. Glück gehabt mit dem Laden hier. Mit dem Teil, was sich da oben dreht. So, was wollten wir? Wir wollten einkaufen. McReady ist jetzt abgehauen, aber wir haben genug hier. Er kann für mich das Wasser tragen. Ach, hier. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Ja. Möchtest du ein bisschen handeln? Ja. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Wahrscheinlich nichts. Nichts hat sie, aber sehr Kronkorken. Und da wir ja Hilfsmittel reichlich... Oh, so viel können sie ja gar nicht. Für 500 verkaufen wir. Oh, hier so. Ah. Ja. Gut. Kriegt noch ein paar Wässerchen. So. Okay. Dann, Chemiker, das ist halt der Arzt. Unser Waffengeschäft ist da hinten in der Ecke. Und es hat auch ein Upgrade gemacht. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Nee, ich suche ihn. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. So, oh ja, er hat wenigstens ein paar. Also, wir brauchen hauptsächlich nur Munition, weil Waffen haben die nichts Besonderes. Das nehmen wir mit für unseren McReady. Die sowieso. Kaliber 50 packen wir auch ein. Schrotpatronen. Und wir zahlen natürlich in Wasser. Und die kann er auch noch haben. Sehr gut. Gut, ich würde sagen, das war's auch fürs Erste. Im nächsten Part machen wir uns auf den Weg. Ja, im nächsten Part machen wir uns auf den Weg. Das ist wirklich schön geworden mit den zwei Bars. Unterschiedliche, doch, gefällt mir sehr. Ist gut geworden. Und das Hotel, ja, kann ich auch noch mal zeigen. Aber ich meine, ich hätte es euch schon mal gezeigt. Da sitzt halt unser Dings da. Und ja, es sind 5 Zimmer.
Hier hat es nur eins. Komische Türen machen auf einmal keine Geräusche. Das ist ein bisschen komisch, ja. Hier in zwei verstehe ich, warum die Puppe da liegt. Wir könnten uns dazulegen. Wollen wir aber nicht. So. Ist auch noch mein Zimmer. Da hängt sogar eine Jacke dran, ne? An der Wand. Und das ist die letzte Etage. Wie ihr wisst, haben wir ja ein Sanctuary. An diesem großen Baum hinten, ganz am Ende von Sanctuary, auch ein Hotel gebaut. Oh, man kann sogar sehr weit gucken. Auf jeden Fall... Ich muss es dir ganz ehrlich sagen, mir ist eine Felsdecke über den Kopf lieber. Es ist dreistöckig und im dritten Stock habe ich gesehen, dass schon... die Äste vom Baum durchkommen. Also es kann sein, dass ich eventuell das Hotel nochmal abreiße oder den Baum. Aber das weiß ich noch nicht. So. Jetzt genug gequatscht und nichts getan. Jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks. Würde ich mich drüber freuen. Und mir bleibt nur eins zu sagen, ich bin weg. Bis dahin, adios.